Ich bin allerdings jetzt nicht das Laufschwein, von daher nur so eine reine Vermutung. Ich kann mich nicht entscheiden, welche Hülle ich heute nehme. Nehme ich die transparente oder nehme ich die, die so ein bisschen aussieht wie Lego? Ich bin mir gar nicht so sicher. Jedenfalls sind das die Gravastar Sirius P5. Das sind In-Ears, die jetzt aber am Gehörgang sitzen und nicht mit Silikon-Ear-Tips ausgestattet sind, über aptX verfügen, also einen hochauflösenden Codec. Und wie man hier sieht, über der Wahl von drei Cases, die ich einfach wechseln kann. Ich kann mich dafür entscheiden, ob ich jetzt ein Gehäuse nehme. Das liegt dann so bei, also mit den Kopfhörern zusammen, liegt so bei $90, nenne ich es ungefähr mal, bis $100. Der Eurokurs ist noch nicht ganz da. Die sind noch nicht offiziell irgendwie auf Amazon oder so erhältlich. Aber ich kann das Ganze auch in einem Bundle kaufen mit allen drei Gehäusen zusammen und liegt dann so bei $140. Und dann hättet ihr halt die Auswahl zwischen so Metall, Aluminium, transparent Kunststoff und ich nenne es jetzt mal so eine Art Lego-Optik, weil hier auch so eine Aufnahmen sind für so Steckbau-, Klemmbausysteme. Überall das Ganze auch schön verspielt mit dem Logo des Gravastars. Sozusagen, wir haben ja, spielen wir euch einfach mal kurz mit ein, wir haben ja da oben so die großen Dinger rumstehen, die sehr, sehr fancy aussehen, aber vom Preis relativ teuer sind. Wie gesagt, hier momentan handelt es sich um die Dollarpreise, also wie gesagt, um die $89 momentan. Was der finale Preis denn auf dem deutschen Markt sein wird, kann ich euch nicht sagen. Ich denke aber, der wird sich da auch irgendwo in die Richtung bewegen. Bei der Optik waren wir ja schon mal ganz kurz. Ich habe schon gerade gesagt, das sind hier, das ist das Case mit dem Aluminiumgehäuse. Das merkt man auch, das ist kühl, es ist schwerer und natürlich auch robuster. Mit einem Klick hier auf die Seite entriegel ich das Ganze, dann springt das auf. Das Ganze hier beim Kunststoffcase genau das gleiche. Was hier dann cool rüberkommt, ist dann die LED, die ich natürlich auch farblich einstellen kann. Ja, also da habe ich die Auswahl, glaube ich, von 4 Farben. Ansonsten schiebe ich das einfach raus, setze das in das andere Case rein, klemme das zu und verschraube das einfach auf der Unterseite mit der beiliegenden Schraube. Und dann kann das auch nicht rausfallen. Die Verarbeitungsqualität der jeweiligen Cases schwankt natürlich mit der jeweiligen Variante. Hier, wie ich schon gerade sagte, aus Metall, Aluminium, was auch immer das ist, spielt auch gar keine Rolle, finde ich. Es wirkt wertiger und ist auch robuster als im Prinzip die Plastikgehäuse. Die sehen aber halt stylisch aus. Bei der Verarbeitungsqualität der Kopfhörer, da müssen wir die einfach mal rausnehmen. So, sieht man, dass die auf jeden Fall auch ein cooles Design haben. Die kleinen Bereiche hier, die leuchten rot, habt ihr vielleicht gerade schon gesehen. Hier ist ein Aufdruck drauf, da steht Sirius drauf. Hier ist nochmal so eine Tonkurve mit drauf. Ansonsten haben wir hier so angedeutet Kunststoff in Aluminium, Metalloptik. Unten die Aufnahmen zum Beladen, 45 mAh haben wir pro Kopfhörer drin. Die Kopfhörer selber bestehen aber halt einfach komplett aus Kunststoff. Und die wirken jetzt dahingegen nicht so wertig wie das Metallgehäuse. Zudem ist es halt auch so ein Kunststoff, dass trotzdem die In-Ears quasi an den Ohren nur anliegen, dass Schmutz und Fett von den Fingern oder auch vom Ohr selbst sich hier schnell drauf abbilden. Ich die entsprechend relativ oft sauber machen muss. Das vielleicht einmal kurz zur Optik und zur Verarbeitung. Das Interessanteste an den Dingern ist natürlich dann der Sitz, denn ihr seht schon, die haben keine Ear-Tips drauf, die dann bei den meisten Leuten irgendwie nicht passen, sondern ich hänge die mir quasi einfach nur ins Ohr rein und dann sitzen die schon. Und wie gesagt, das stört auch nichts. Und aufgrund der kleinen konischen oder des kleinen Bereichs hier sitzen die dann sozusagen im Ohr drin, am Ohr, aber das ist halt quasi zwischen den Kopfhörern und dem Gehörgang ist immer noch eine kleine Lücke. Und die muss natürlich noch mit Musik gefüllt werden. Entsprechend ist hier das Klangerlebnis, das nehme ich vorweg, schon ein bisschen anders, als wenn ihr die normalen Silikon-Ear-Tips habt, die den Gehörgang komplett verschließen und dort die Akustik dann komplett entfalten, wenn der Gehörgang geschlossen ist. Das ist eine andere Art und Weise, kennt man von Apple AirPods, die haben das auch schon entwickelt und das kam sehr gut an, weil man eben auch nicht von der Umgebung komplett abgeschirmt ist. Entsprechend gibt es hier zwar Mikrofone drin, die auch mit einer elektronischen Geräuschunterdrückung für die Gespräche da sind, aber Active Noise Cancelling in der Form, dass Außengeräusch abgeschirmt werden oder ich einen Transparentmodus habe, gibt es hier nicht. Das ist halt bautechnisch, macht es halt auch keinen Sinn, weil die Mikrofone ja gar nicht gezielt dann für das Innenohr dann arbeiten können, weil halt einfach diese Lücke noch zwischen Ohr und Kopfhörer entsteht oder vorhanden ist. Und da muss, wie gesagt, die Musik rübergehen. Ansonsten, wie gesagt, vom Sitz, die wiegen knapp 5 Gramm, die setzt du dir einfach so ans Ohr rein und die vergisst du dann einfach. Die sitzen tatsächlich sehr gut.
Nicht zu locker, aber relativ locker für einen Sport. Ja, kann man die benutzen. Ich würde jetzt aber sagen, für Kraftsport, da wo man so Grimassen zieht oder wo man halt Auf- und Abbewegung hat beim Laufen, da wird sich das dann vielleicht irgendwann mal rauslösen. Ich bin allerdings jetzt nicht das Laufschwein, von daher nur so eine reine Vermutung. Aber so richtige Sportkopfhörer sind auch nicht. Aber wer das von den Sportlern aus dem Studio kennt und Apple und so weiter, die tragen auch alle so eine Dinge, die machen damit ihren Sport. Also von daher wird das hier genauso gut funktionieren. Wie gesagt, man merkt sie auch gar nicht. Ja, jetzt kommen wir natürlich zum Wichtigsten. AptX wird ja auch mit unterstützt. Das heißt, wenn ihr hochauflösende Musik abspielen könnt über euer Smartphone oder diese besitzt und nicht nur auf Amazon Music oder Spotify zurückgreift, sondern halt wirklich auf hochauflösende Musik, dann habt ihr höchstwahrscheinlich auch was davon. Wie gesagt, ich sag's jetzt nochmal. Einerseits klang es absolut subjektiv. Das heißt, wie ich das jetzt wahrnehme, wie mir es gefällt, bedeutet es noch lange nicht, dass es bei euch auch der Fall ist. Und nochmal erwähnt, hier ist es wie gesagt die Bauart, dass auch ein anderer Klang rauskommt, denn hier sind Mitten- und Hochtöne einfach ein bisschen dominanter, ein bisschen lauter, ein bisschen kräftiger, die stehen auch ein bisschen mehr im Vordergrund, so dass quasi, ich sagte ja schon, wir haben ja immer noch eine Lücke zwischen dem Gehörgang und dem Kopfhörer, dass die quasi überbrückt wird, weil Außengeräusche ja trotzdem noch reinkommen. Das heißt, wenn ich die jetzt hier so im Ohr habe und Marci würde jetzt irgendwas sagen, könnte ich mit ihm noch reden, sofern ich keine Musik anhabe. Das ist natürlich die eine Sache. Oder nur auf leise Lautstärke. Aber vom Klang muss ich sagen, im Vergleich zu den anderen Series P7 und P9, die wir vor kurzem auch schon mal mit angetestet hatten, ist hier das Klangbild einfach deutlich besser. Das gefällt wirklich auf Anhieb. Wobei, wie gesagt, es ist ein bisschen anders. Die Dominanz von Mitten- und Hochtönen sind da. Der Bass ist auch da, der ist aber ein bisschen zurückhaltend. Der ist nicht aber so prägnant und stufenweise, dass man da wirklich mehrere Bassstufen hat, sondern der ist einfach da und das eher so ein bisschen wummernd. Also man hat so einen beiläufigen Bass, der ist nicht extrem kräftig. Das funktioniert halt nicht, außer ich drücke mir die Dinge irgendwie doch ins Ohr rein, dann ist das nochmal eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, die Kopfhörer sind halt anders gebaut. Vom Klang her ist es so, es macht Spaß, es ist so eine Mainstream-Abstimmung. Wenn man dann aber das mit anderen Kopfhörern vergleicht, die einfach ein bisschen besser aufgelöst sind und ein bisschen feiner klingen, dann merkt man, dass einfach bestimmte Musikinstrumente, ob das ein Tingeln links und rechts ist, ob das eine E-Gitarre ist oder andere Musikinstrumente, dass die hier gar nicht mal so gut rüberkommen. Also man nimmt die schon wahr, wenn man sich stark darauf konzentriert. Mit anderen Kopfhörern nehme ich die einfach besser wahr. Das heißt, hier fehlt es einfach noch an Feinheit, an Dynamik und ein bisschen mehr an der Auflösung. Dann würden die tatsächlich auch nochmal ein Stückchen besser klingen. Aber wie gesagt, im Vergleich zu den Vorgängern klingen die auf jeden Fall deutlich besser. Aber wie gesagt, in dem Preisbereich von knapp 100 Euro oder von mir ist auch Dollar, da dümpeln so viele Kopfhörer rum, die teilweise einfach besser klingen. Hier ist einfach Optik und Design, das ist der Punkt, auf Active Noise Cancelling und Covid verzichtet. Was das Mikrofon angeht, ich kann hier natürlich auch Telefongespräche mit führen, natürlich auch über die Touchbedienung dann abnehmen und ablehnen. Hier ist ja auch so eine ENC-Technik mit verbaut, die heißt, das bedeutet, die soll so eine Störgeräusche und so weiter von der Umgebung mit rausfiltern, was ja wirklich nur für das Gespräch ist, mit dem Gesprächspartner oder wenn ich mit jemandem irgendwie chatte oder Skype oder so. Tatsächlich funktioniert das Mikrofon gut, ich habe eine gute Verständlichkeit, ich wurde gut verstanden, es klingt halt auch gut, aber manchmal ist es so, dass dann da das ENC einfach eingreift und dann klingt die Stimme so ein bisschen abgehakt. Aber grundsätzlich hat man hier eine gute Verständlichkeit und von daher passt das auch. Auf induktives Laden wird verzichtet. Die Ladezeiten bzw. die Akkulaufzeiten sind dafür relativ gut. Mit 8 Stunden kommen wir pro Kopfhörer ungefähr hin. Das macht im Gesamt mit dem Ladecase, da sind auch so glaube 500 mAh drin, kommen wir auf ungefähr knapp 40 Stunden. Das heißt, in meiner Mischkalkulation, wie ich Kopfhörer nutze, ne, ich nutze jetzt 4-5 Stunden mal am Stück oder nur 3 Stunden, stecke die wieder ins Ladecase und dann kann ich glaube 4-5 Wochen mit den Dingern, ohne dass ich die aufladen muss, dann halt ins Land ziehen und zum Sport fahren, meine Musik hören und die benutzen. Also da hat man eine ordentliche Laufzeit. So richtig raufrechnen kann ich es nicht, weil es halt einfach wirklich mal hier eine Stunde hören ist, da mal eine Stunde hören ist. Aber das ist vielleicht wahrscheinlich bei euch genauso. Ihr könnt natürlich da gerne ein bisschen Feedback zu geben. Ansonsten, wie gesagt, klanglich ist es erstmal in Ordnung, was wir bekommen, aber im Preisbereich von 80, 90, 100 Euro, da gibt es halt einfach schon Besseres und die bieten dann auch mehr Features. Ob das LDAC ist, also nochmal ein besser aufgelöster Codec als AptX, wobei das ja schon mal hervorzuheben ist, oder halt eben Active Noise Cancelling zum Beispiel. Aber das, wie gesagt, das haben wir jetzt hier nicht. Aber wer hat einfach so ein bisschen den Style, wie geht und sagt, ich will irgendwie austauschbare Case-Geschichten haben oder ich mag so ein bisschen LED hier mit am Rand, dann ist das schon was. Ne? Das macht halt Gravastar einfach aus und wie gesagt, an den großen Gravastar
Lautsprechern, die haben wir uns vorgestellt und kurz mal mit eingeblendet, die sehen auch geil aus. Klanglich konnten die auch nie so wahnsinnig überzeugen. Gravastar ist halt einfach auf einem anderen Weg unterwegs und will eher so ein Style-Objekt sein, glaube ich. Aber wie gesagt, rein vom Klang, Mainstream, das passt, das ist in Ordnung. Und wie gesagt, die Bauweise macht halt eben auch hier den Unterschied. Durchweg machen die aber Spaß, das muss ich trotzdem sagen, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen am Ton kritisiert habe. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung in meinen Ohren und die hat kein anderer. Ne? Also meine Ohren zumindest nicht. Meine Meinung vielleicht schon, das ist eine andere Geschichte. Ansonsten muss ich sagen, funktioniert das. Eine App gibt es nicht. Also ich kann auch nichts wirklich einstellen. Beim Koppeln nochmal den Hinweis, wenn das bei euch der Fall sein sollte, weil ihr die habt und irgendwie immer nur eingekoppelt bekommt, setzt die beide in das Case rein, haltet unten den Reset-Button gehalten für 5 Sekunden, dann fängt das hier auch mal wild an zu blinken und dann könnt ihr die einmal komplett neu koppeln und dann habe ich auch beide parallel miteinander verbunden bekommen. Das hat beim ersten Mal nämlich nicht funktioniert. Genau, wir haben ja noch die Touch-Bedienung. Die ist tatsächlich ein bisschen suboptimal, weil wenn ich jetzt hier rauf drücke, drücke ich immer seitlich und da komme ich immer an den hinteren Steg ran und nicht wie die nach vorne, so leicht schräg nach vorne geneigt sind. Das heißt, ich muss den Finger und bewusst irgendwie von vorne so schräg ransetzen. Ist von der Bedienung irgendwie ein bisschen nicht so ganz geil. Man gewöhnt sich dran, aber ich drücke doch irgendwie immer direkt ans Ohr und da passiert erstmal gar nichts. Wenn ich hier dreimal drauf drücke, komme ich auch in den Gaming-Modus. Es wird so ein latenzfreier Modus oder mit einer Latenz von 48 Millisekunden beworben. Das habe ich mal irgendwie versucht, irgendwie zu recherchieren und nachzugoogeln. Das wird irgendwie nur bei günstigen In-Ears mit beworben. Bei normalen Wireless, True Wireless, All-Kopfhörern spielt das überhaupt keine Rolle. Hat keine Sau interessiert. Also ich kenne keinen Hersteller, der es mit bewirbt. Entsprechend ist es wahrscheinlich eher noch so ein Marketing-Ding, weil Latenzen bei der Musikwiedergabe oder beim Spielen oder beim Film, die hatte ich nicht. Das heißt, das, was ich sehe, wird auch direkt auf meine Ohren übertragen. Also weiß ich nicht, warum man das jetzt nochmal extra bewirbt und da so einen Gaming-Modus mit reinmacht. Ich habe keinen Unterschied gehört und man muss sich auch vorstellen, es gibt ja On-Ears, In-Ears, Over-Ears und die laufen teilweise auch mit Bluetooth auf anderen Medien und Quellen. Und da wird sowas auch nicht mit beanstandet sozusagen oder beworben. Also von daher, ich wollte es mal mit erwähnen, ob das jetzt wirklich einen Unterschied macht. Ich habe halt auch keine Vergleichswerte. Das kommt dazu. Ich kenne keinen Kopfhörer, der sagt, ich habe hier 43 Millisekunden, ich habe hier 48 oder nur 60. Kann ich halt wirklich gar nichts zu sagen. Wenn ihr da irgendwie noch ein bisschen Feedback zu habt, dann gerne her damit. Vielleicht lasse ich mich ja auch mal eines Besseren belehren und lerne auch ein bisschen was. Das soll ja auch mal nicht nur einseitig hier sein, die ganze Show. Ansonsten, ja, wer Bock auf ein cooles Design hat, ein schickes, austauschbares Case sucht und einen Mainstream-Klang braucht, ohne irgendwie Schnickschnack, also bis auf LED-Licht an dem Gehäuse, der ist hier, glaube ich, ganz gut beraten. Preislich darf sich hier gerne der Preis irgendwo zwischen 60 und 80 Euro einpendeln, denn ich denke, aus der rein technischen Sicht und von dem, wie sie klingen, sind sie da ganz gut aufgehoben. Für den UVP von knapp 100 Dollar oder 100 Euro würde ich die jetzt wahrscheinlich nicht kaufen. Ja, soll es gewesen sein. Wie gesagt, Feedback gerne rein in die Kommentare. Wenn ihr ein paar Informationen oder Anhang dazu habt, was ich jetzt vielleicht nicht gesagt habe, dann immer her damit. Und ansonsten sehen wir uns auf dem nächsten Video. Links sind in der Videobeschreibung. Wenn ihr unten auf mehr drückt, dann kommt ihr auch zu Instagram, Twitch, Twitter, TikTok, Facebook und so weiter und so fort. Hauptkanal findet ihr auch dort. Und das war's dann schon. Macht's gut. Bis dann.